Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Heute ganz kurz das Thema Gefahrenmatrix. Wir machen das auch im Schnelldurchlauf. Gefahrenmatrix und was ich auch erlebe bei anderen Leuten manchmal, bei mir manchmal auch. Aber ich versuche euch ein kurzes Rezept mitzugeben, eine kurze Anleitung, wie ihr eine Gefahrenmatrix richtig optimal ausfüllen könnt, okay? Und dass er euch auch hilft. Die Gefahrenmatrix sieht so aus. Wer sie noch gar nicht kennt, im ersten Moment erstmal etwas viel. Aber ab dem Truppführerlehrgang muss man das eigentlich gesehen haben. Man hat die vier berühmten A's, ein C und vier E's. Das erste A, Atemgifte, Angstreaktion, Ausbreitung, atomare Strahlung, chemische Stoffe, Erkrankung, Explosion, Elektrizität, Einsturz. Okay? Jeweils gibt es diese ganzen Gefahren für Menschen, kann man dann ankreuzen, für Tiere, für die Umwelt, für Sachwerte, für die eigene Mannschaft und für die eigenen Einsatzmittel. Auch nicht ganz unwichtig, ne? Okay, also welche Gefahren müssen bekämpft werden, sind diese vier. Vor welchen Gefahren müssen sich die Einsatzkräfte schützen? Typisches Beispiel ist ja, wenn hier was verraucht ist, ne? Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, dann muss sich die Mannschaft natürlich gegen diese Atemgifte schützen, ne? Hier so klassischer Punkt für die eigene Mannschaft, ne? Okay, egal. Ich will jetzt natürlich hier nicht auf dieser Leinwand rumkritzeln. Das machen wir jetzt mal hier. So, das machen wir jetzt hier mal auf der Tafel. So, folgende Situation. Ihr geht auf der Straße und ihr seht, wie ein Mann, ne, rauchend, die Zigarettenkippe wegschmeißt, hustet. Vor euch zusammenbricht und dann mit Husten auf dem Boden sich da regelt. So, jetzt, haha, nee, nicht einfach nur helfen, jetzt kommt die Gefahrenmatrix. Ne, und das erlebe ich immer wieder. Moment, dem helfe ich jetzt nicht erstmal. Erstmal überlegen, Gefahrenmatrix, was jetzt zutreffen würde. Raucher, auf die falle ich nicht rein. Also wenn ihr Raucher sind, dann kann ich schon mal sagen, das sind Atemgifte für den Mensch. Tiere habe ich jetzt keine gesehen, so schlau bin ich schon, aber für die Mannschaft. So, ne? Raucher. So, Angstreaktion. Naja, dass der Panik hat, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? So. Ausbreitung. Naja, wenn der hustet, könnte ich auch husten. Die Mannschaft kriegt vielleicht auch das große Husten. Ich kreuze das lieber mal an. So, atomare Strahlung. Ne, okay, das nicht. Chemische Stoffe. Naja, wird ja wohl einen Grund haben, dass er hustet. Und Raucher haben auch gleich natürlich ein Feuerzeug dabei. Wenn das ausläuft oder so, da ist schon ein bisschen Chemie. Das kann man gleich eigentlich schon mal pauschal mit ankreuzen, machen wir nichts falsch. Okay, Erkrankung, wollte gar nicht weiterlesen, weil der ist ja am Husten. Erkrankung, Explosion, ja, Feuerzeug, fast wäre ich nicht drangegangen. Ne? Der hat natürlich einen Druckkörper mit Gas gefüllt in der Hosentasche. Ne? Zack. Elektrizität, ja, ich muss davon ausgehen, dass es ein E-Feuerzeug ist. Einsturz, nee, also voll machen wir das Ding ja nicht. Ne? Das Ganze kann ich auch gleich für meine Mannschaft übertragen, ist natürlich Quatsch. Das erlebe ich immer wieder, dass wenn man auch so ein Auto hat, Verkehrsunfall und so eine Gefahrenmatrix füllt, dass die Leute vom Anfang, das ist eine Batterie, die läuft aus. Nee, da kann ich gleich bei Chemie ein Kreuz machen. Nein. Ne? Ihr macht, diese Gefahrenmatrix hilft euch nur, euch zu sortieren. Stellt euch vor, ihr kommt in eine Garage, das absolute Chaos, ihr wollt aufräumen und ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt. Alter, da und hier fegen, da die Bohrmaschine, Schränke einräumen, oh Gott, dann fängst du gar nicht an. Das gibt euch die Hilfe, euch zu sortieren, auf eins zu fokussieren, okay? Dass so ein Feuerzeug ein Gefahrenpotenzial und das Husten ist uns, glaube ich, allen klar. Ne? Das soll ich nur mal verdeutlichen, was da ist. Für die Mannschaft. Atemgifte von den Zigarettenqualmen natürlich auch nicht. Ne? So. Das wäre jetzt eigentlich nur Angstreaktion, wie auch vernachlässigen, eigentlich nur eine Erkrankung der Person. Das heißt, man geht hin, hilft der Person und gut ist. Ne? Also meine Bitte ist, sobald ihr hier ein Kreuz macht bei chemischen Stoffe, reden wir nicht von einer Autobatterie oder vom Gabelstapler, wo die Batterien auslaufen. Das ist alles so eine überschaubare Menge. Ne?
Also chemische Stoffe anzukreuzen im Kopf heißt ABC-Zug, ne? Richtig Alarm. Oder atomare Strahlung, okay, ne? Atemgifte, das ist was, was man öfter hat, weil das ist natürlich unser gefährlicher Feind. Da habe ich auch so ein kleines Kohlenmonoxid-Video, so mit so einer Lokomotive, die durch einen Organismus fährt. Wie das funktioniert, könnt ihr euch auch gerne angucken. Kommt auch am Ende hier mal dran an das Video. Aber Atemgifte haben wir natürlich öfter, wenn es brennt. Sowohl für den Menschen als auch für die Mannschaft. Aber ansonsten bitte weniger kreuzen, manchmal mehr. Überlegt bitte ganz genau. Und auch ein Gastank, nur weil er da steht, neben dem Gebäude, ist ja keine Gefahr, dass ich jetzt die Explosion ankreuzen muss, weil da brennt es gar nicht. Ne? Oder weil da Spraydosen in der Garage stehen. Ne? Ist hier keine Explosionsgefahr, nur wenn es da gar nicht brennt. Ne? Okay? Oder Elektrizität. Das ist auch so ein Punkt. Gerade Photovoltaik auf dem Dach. Uiuiui. Ui, ui. Naja, wenn da irgendwo was draußen, Gartenhäuschen brennt, hat die Photovoltaikanlage wenig Einfluss. Oder wenn es innen drin nur ein kleiner Entstehungsbrand ist. Ne? Oder Einsturz. Ab wann haben wir denn Einsturzgefahr? Das kann sich natürlich im Laufe eines Brandes ändern. Diese Gefahrmatrix verändert sich ja wahrscheinlich auch. Dass man sagt irgendwann, ey Leute, bei aller Liebe jetzt, ne? Jetzt müssen wir langsam raus aus dem Gebäude. Ne? So. Also meine Bitte ist, man könnte bestimmt alle Kreuze füllen mit irgendeiner billigen Lage. Macht das nicht. Versucht Ordnung reinzubringen. Diese Gefahrmatrix im Kopf ist sehr wichtig, um Ordnung zu bringen. Dass ihr wisst, mit was ihr anfangt. Ihr macht kein Gießkannenprinzip und macht irgendwie alles gleichzeitig, sondern ihr fokussiert euch auf eins, nur auf das hier und das macht er. Nichts anderes. Ne? Wenn ihr das die größte Gefahr, die ihr bekämpfen müsst, die greift ihr auch an. Okay? Super, das war schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, abonniert gerne meinen Channel. Ich mache mal kurz die Seite weiter. Zack! Ne, da freue ich mich natürlich immer über einen Daumen hoch und über ein Abo. Macht er mich wahnsinnig glücklich. Bis dann. Ciao, euer Feuerwehr Willi.